Gute, meine Freunde, und willkommen zurück zu Battle of Empires. Heute steht uns ein wunderschöner Gefängnisausbruch bevor. Und ich sehe, hier vorne steht eine Wache, die wir jetzt auch gleich mal fröhlich mit unserer Faust begrüßen werden. Patsch! Und da liegt er. Und dann räumen wir den Boy auch noch gemütlich leer. Hier, gib, 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 gib. Ja, die ganze Rifle-Munition, die nehmen wir mit. Die Messer sind auch wichtig für unsere Stealth-Action hier. Gut, und dann speichere ich auch gleich nochmal. Weil ich damit rechne, dass wir noch ein paar Mal sterben werden in dieser Mission, weil ich auch befürchte, dass die ein bisschen hakelig zu steuern sein wird. Okay, Artilleriemunition, die kann ich leider nicht werfen. Was haben wir da? Gewehr 98. Kurzversion von dem Karabiner. Ja gut, wir müssen ja gleich unseren Kumpel befreien, dann kriegt er auch nochmal ein Gewehr. Okay, da drüben steht eine Wache. Was ist mit der los? Warum lädt die durch? Kommt der jetzt hierher? Verschwinden wir mal schnell. Verstecken uns und machen unsere Messer startklar. Oh, Stukas! Okay. Er geht jetzt da den Kollegen auschecken. So wie es aussieht. Und zielt auf die Kisten. Ja, die sind natürlich gefährlich. Der geht weg. Kann ich den jetzt vielleicht schnell mit meinem Messer wegmessern? Penetrieren hätte ich jetzt was gesagt. Das stimmt ja sogar fast. Nochmal schnell speichern. Und ja, unser Ziel ist ja nämlich, unseren Pilotenkollegen zu retten. Sehr gut, das hat geklappt. Und da drüben steht er auch, der gute Jack. Den werden wir jetzt hier rausholen. Nein, das haben die mich gesehen. Verdammt. Nochmal laden. Ah, das ist schon wieder so eine Mission. Da kann man gar nicht so entspannt und befreit labern, weil ich mich so konzentrieren muss. Komm, werf. Patsch, weg ist er. So. Nochmal schnell speichern wieder, damit wir hier uns in kleinen Schritten durch diese Mission vorantasten. Arthur, how did you get here? I thought you died in some German prison. Ah, nein. Jetzt hat der andere Boy mich da gesehen. We were incredibly lucky as our infantry launched an attack on the front. If we try, we can break through to them. We may kill Harvester's crew, eh? Our forces will definitely feel better. Oh nein, jetzt muss ich auch noch hier Haubitzen neutralisieren. Wie soll ich das denn machen? Oh Gott. Da kommt wieder eine Wache. Die werde ich aber auch gleich plündern. Beziehungsweise gleich wegmachen und dann plündern. Der hier rein. Hellboy. Nein, aber ich mache ihn trotzdem weg. Oh, jetzt nimmt er wieder sein Gewehr. Warum? Das sollst du nicht. Gut. Okay. Alles tutti. Ja, hier läuft auch noch einer rum. Scheiße. Natürlich jetzt alles suboptimal hier. Aber ich glaube, bis zu den Haubitzen müssten wir fast problemlos kommen. Ich frage mich bloß, wie ich die neutralisieren soll. Okay, soweit, so gut. Ich glaube, ich kann jetzt mal versuchen. Oh nein, die haben mich gesehen. Scheiße. Okay, da gibt's gleich miese Beulerei. Oh, jetzt muss ich mir gleich nochmal das Gelaber anhören. Schnell wieder zwischenspeichern. Oh nein. Das gibt's doch nicht. Warum sehen die mich denn? Wie können die mich sehen? Wir kriechen jetzt einfach da rein. Machen wir es so.
Ah. Ich merke schon, das wird nicht meine Lieblingsmission. Ich glaube, die haben mich gehört. Arthur, how did you get here? Ja, wie ich hierher gekommen bin, das ist eine lange Some Geschichte, treason. Kollege. Erstmal kriegst du hier noch dein Gewehr We were incredibly und noch ein lucky as bisschen our infantry Munition. launched an attack on the front. If we try, we can break through to them. We may kill Harvester's crew, eh? Our forces will definitely feel better. Oh, dann nimm das nochmal in die Hand und dann wieder speichern. Dann sparen wir uns nämlich das Gelaber. Und jetzt auch ein bisschen weniger los auf den Gängen, dadurch, dass wir nicht bemerkt wurden. Weil der Boy, der kommt da sowieso. Es hat mich erwischt! Oh nein, was ist denn jetzt los hier? Die kommen doch, okay. Alles klar, habe ich irgendwie gerade zu spät gesehen, dass sie sowieso hierher kommen. Dann kriechen wir jetzt schnell wieder zur Seite. Ah, der hat mich gesehen schon, zu spät. Oh, ich habe das böse Gefühl, ich muss mir das Gelaber nochmal anhören, weil ich schon wieder in einer Safe Trap bin. Oh, Glück gehabt. Gut. Kommst du hier rein? Rum. Aha, da muss ich das Messer gleich bereit machen. Und komm, rein da. Lauf doch. Ah, okay, wenn er aufsteht und rennt, dann hören die das wohl. Nein, 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 nein. Super ätzend, super ätzend. Ich könnte natürlich auch tiefer in den Raum reinkriechen einfach und gucken, ob das klappt. Ja, super. Okay, dann müssen wir wohl doch noch mal an der Stelle hier laden. Entschuldigung dafür. Kriechen wir da wieder rein. Ist ja super ätzend gemacht. Arthur, how did you get here? Und dann I thought you died in some würde ich terrible prison. vorschlagen, kriechen wir gleich weg an We dieser were Stelle. incredibly lucky as our infantry In launched der an attack on the Hoffnung, front. dass wir hier If rauskommen, we bevor die try, anderen Boys we can kommen. break through Nein, to zu them. spät, okay. Da waren sie schon. Hätte ich auf die Minimap gucken müssen. Ich stelle gerade fest. Ach, der kommt von da hinten schon. Ah, okay. Der ist von Anfang an da. Oh, ich bin so blöd. Der hat mich auch vorhin die ganze Zeit gesehen. Okay. Ist jetzt natürlich ungünstig. Dann gleich hinlegen, reinrobben und dann auch gleich verstecken in der Ecke. Ach nein. Ach, das war der falsche Spielstand. Was denn los heute? Meine Güte. Ich krieg Plack hier. Auch sau schwierig. Ein bisschen was von Kommandos, jedenfalls von dem Trial and Error Part von Kommandos. Okay. Also jetzt hier reinkriechen. Und dann so früh wie möglich Arthur, how did you Gelegenheiten get here? nutzen, I thought you died in sich some hier German in die prison. Ecke reinzulegen. Sich da verstecken und warten, bis die We Boys were vorbeigelaufen incredibly sind. lucky as our infantry launched an attack on the front. If we try, we can break through to them. So, jetzt können wir ein We bisschen may Equipment kill tauschen, Harvester's solange. crew, eh? Our forces will Hier. definitely feel better. Da, bitte, nimm. So, und dann nimmst du auch nochmal das Gewehr in die Hand. Dann kannst du nämlich auch gleich mal laden. Und dann speichern wir auch gerade wieder. Weil das hat ja jetzt Gott sei Dank einigermaßen geklappt. Warum nicht gleich so? Der geht wieder zurück. Ich frage mich halt, wie ich die Haubitze ausschalten soll.
Aber gut. Geht der jetzt lang? Geht der da runter? Okay. Der andere bewegt sich, glaube ich, nur in die Richtung. Können wir hier weiter kriechen? Ich denke mal, wir werden auch die Kisten hier durchsuchen. Oh, der kommt wieder zurück, oder? 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 Nein. Hervorglänzend. Hier vielleicht noch mal ein paar Messer mitnehmen, wenn das irgendwie geht. Eins haben wir hier. Sehr gut. Ich dachte ja, das wird nie was. Aber jetzt haben wir schon mal fast den schlimmsten Part rum, so wie das aussieht. Wobei ich sollte den Mund nicht zu voll nehmen. 90% meiner Speicherstände wird wahrscheinlich dann am Ende diese Mission hier ausmachen. Ha! Handgranaten. Jawohl, das, was ich gesucht habe. Schauen wir da nochmal rein in die Kiste. Ich dachte schon, es gibt gar keine Handgranaten hier in dem Spiel. Das erste Mal, dass wir Handgranaten haben. Na komm, werf doch mal einen Blick hier rein. Was haben wir hier? Munition. Da haben wir Konserven. Brauchen wir nicht. Okay, hier sitzen noch ein paar Soldaten. Aber die Haubitzen sollten wir mit den Handgranaten erledigen können. Das ist MG-Munition. Brauchen wir auch nicht. Dann crawlen wir mal hier rüber. Gucken wir mal, was wir da so finden. Ich traue mich halt nicht aufzustehen, zu sprinten. Noch viele Kisten zum Durchwühlen. Aber eigentlich sollten die Handgranaten ja schon reichen. Ah, da sind noch mehr. Okay, die geben wir jetzt aber unserem anderen Kumpel hier. Damit beide Handgranaten haben. Damit wir die gleichzeitig werfen können. Oh, was machen die denn? Stehen die hier auf? Sollen die noch nicht machen. So, hinlegen. Geht der Wachmann hin? Ein bisschen Sorgen. Kommt der wieder? Nein, der geht dort oben hin. Ah, das ist der eine, der da auf diesen Treppen patrouilliert. Den können wir uns ja unter Umständen mit einem Messer schnappen. Oder auch einfach umlaufen. Nochmal speichern. Vor allem, er läuft langsamer als sie kriechen. Das ist auch sehr geil. Gut, da ist nichts drin. So, 10 Handgranaten habe ich jetzt. Die werde ich jetzt einfach fröhlich dort oben hineinwerfen. Dahin. Dahin. Jawohl, komm. Ausschalten das Ding. Oh. Sehr gut. Ausgeschaltet. Jawohl. Sounds bad. We must get out of here. There's definitely an underground passageway outside. If we'll find it, we will be saved. Underground Passage müssen wir finden. So, okay. Ausgeschaltet, den Boy.
Ja, die Frage ist, wo finden wir die? Ach du Kacke. Komme ich da hin? Ich da draußen lang irgendwie? Nee, das wird auch nicht funktionieren. Kann ich mich an das Geschütz dran setzen? Auch nicht. Shit. Fuck. Und da war der erste weg. Sorry, Jack. Aber mit einem Mann können wir vielleicht auch leichter entkommen. Oh je. Ich glaube, hier komme ich nicht raus. Na los, kommt doch. Ja, das war's. ja. Okay, da ist der Autosave. Boah, wie sollen wir denn da drüben hinkommen? Das wird hier unmöglich. Ich werde jetzt einfach mit Granaten um mich werfen. Da hat schon den ersten von uns erwischt. Ist natürlich jetzt auch günstig hier, dieser Autosave. Ich glaube, ich werde die einfach nicht manuell schießen lassen, sondern einfach so. Oh nein. Schon wieder eine Safe Trap. Jawohl, 100%. Oh, ich liebe die KI in dem Spiel. Sorry, aber für diese Kommandosmission ist das einfach das falsche Spiel. Nein. Dass die auch nicht von selbst schießen. Oder? Ah, habe ich das ausgeschaltet? Na, vielleicht kann ich schnell den Button drücken. Nein, das war einen zu spät. Ich muss den Mauszeiger nur so platzieren, dass es einigermaßen passt. Ah, okay, das wird nichts. Okay, den haben wir. Erschieß sie doch! Was machst du? Erschieß ihn! Erschieß ihn! Nein, jetzt lädt er nach! Erschieß ihn, los! Das gibt es doch nicht! Das ist doch nicht dein Ernst! Was ist denn hier los? Nein, du sollst jetzt nicht da rumfummeln. Einfach rennen jetzt. Der Weg könnte fast frei sein. Lauf einfach. Lauf, 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 lauf. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, da kommt einer. Komm, schieß. Lauf, 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 lauf. Lauf, 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 lauf. Oh, das wird zu knapp. Das wird zu knapp. Das wird. Nein, da kommt wieder ein Gegner. Schnell speichern. Ich glaub's ja nicht. Da hatten wir gerade Glück. Ja, wir laufen nachladen. Sei Rambo. Sei Rambo. Nein, daneben. Einfach durchkommen. Renn, renn. Nein. Alter Quickscoper da hinten. Habe ich keine Handgranaten hier? Shit. So, und jetzt einfach hier raus aus dem Ding. Und dann haben wir es geschafft. Yes! Ach du Scheiße.
Get to the French troops. Ich bin begeistert. Wie soll ich das denn machen? Warum ist das ja hier das reinste Labyrinth? Kriege ich den von hier? Jetzt wissen sie alle, dass ich hier bin. Angeschossen. Duck dich. Ja, zu spät. Kann ich die nicht einfach weitläufig umlaufen? Oder weiträumig umlaufen? Ja, hier auf jeden Fall nicht. Also hier auf der Seite am besten. Machen wir denn die Lücke? Nirgendwo so richtig. Aber ich glaube, wenn ich hier mich mit dem Messer vorarbeite, sollte es einigermaßen passen. Ja, nimm das Messer. Nein, lass doch das Messer nehmen, du Trottel. Flieg, kleines Messer, flieg und vernichte. Sehr gut. Nummer 1. Scheiße, er hat kein Messer dabei gehabt. Das ist jetzt doof, wenn mir die Messer ausgehen. Weil die sind jetzt natürlich super nützlich. Da hätte ich vorhin mehr sammeln müssen. Erster Schritt auf jeden Fall hinlegen. Wenn wir hier durch den Graben robben. Kommen wir vielleicht durch, ohne erschossen zu werden. Die Sache ist, auch die französischen Truppen, die kommen ja immer näher. Das heißt, wenn ich hier in diese Verteidigungslinie komme, dann ist das ja schon die halbe Miete. Okay, die Deutschen lassen sich natürlich auch gerade zurückfallen. Ich muss nur da hinten in diesen Graben. Aua. Da habe ich auf der Granate gelegen und es nicht gemerkt. Scheiße. Okay, versuchen wir es einfach mal mit einem kleinen Sturmangriff. Den Boy hier wegmachen. Funktioniert nicht. Den da. Ja, das hat funktioniert. Jetzt einfach hinlegen. Ah, Mann. Das ist aber auch ein Gefuddel, dieses Spiel. Drüben auf den schießen? Nein. Nee, das wird auch nichts, sobald ich anfange zu schießen. Das ist aber auch unlogisch, weißt du? Normalerweise müsste das komplett untergehen, dass ich hier schieße, weil es ist ja so ein Geballer. Nein, natürlich erkennt... Ich schieße ja auch noch mit einem deutschen Gewehr. Natürlich erkennt... Oh, da hat ein Franzose geschossen. Das höre ich sofort. Oh. Probieren wir es mal mit manueller Steuerung. Wollen wir hier einfach mal durch den Kram. Müsste ja eigentlich funktionieren. Ja, noch sieht das gut aus, du. So, den haben wir weggeräumt, den Boy. Jetzt einfach nicht stehen bleiben, sondern weiter. Und dann haben wir es fast geschafft, du. Ich glaube, jetzt kann ich aufspringen und losrennen. Moment, vorher nochmal schnell speichern. Normalerweise hätten die mich auch schon längst wegschießen müssen, die Franzosen. Oh, Schreck. Sehr gut. Geschafft. Attack, Attack! Ich mach den Originalfranzosen, ich lauf weg.
Gut, dass man kein Wort versteht. Ich glaube, wir haben die Mission geschafft, oder? Nein! Klasse, jetzt muss ich selbst noch den Angriff hier führen. Okay, aber wie ich jetzt hier die Infanterie führe, das werdet ihr im nächsten Part sehen. Und ich sag bis dahin, bis denn.